Von 10 Spielen spielt er das einmal gegen mich. Das hat er jetzt getan. Ist auch gut, aber in Zukunft werde ich ihn auffressen. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. Gut, und selbst? Ich arbeite hier schon seit 10 Jahren und schaffe in der Elsterbrennerei Weiß in Gutach und habe hier die Möglichkeit, mittags um 12 Uhr bis 1 Uhr mittags in meiner Mittagspause zu trainieren. Nein, ich liebe sie. Man muss, also es gibt immer Höhen und Tiefen, man muss sagen, das weiß der Luca selber, von 10 Spielen spielt er das einmal gegen mich, das hat er jetzt getan, ist auch gut, aber in Zukunft werde ich ihn auffressen. Ich weiß ja nicht, wer sich wirklich angemeldet hat, also ein guter Freund von mir, der Stefan Belmo, hat sich angemeldet, das ist schon eine Konkurrenz, wird wohl nicht immer spielen, habe ich gehört, und so will ich eigentlich gucken, dass ich alle Turniere gewinne, weil sonst kann ich zu Hause auf dem Sofa bleiben. Das ist genau die wichtigste Frage überhaupt. Die Kollegen, die mich kennen, die wissen, eigentlich habe ich gesagt, ich spiele das nie wieder. Ja, weil das in Deutschland alles nicht so familiär mit der PDC abläuft. Deswegen habe ich mich für die Schweiz entschieden. Und dann muss ich halt gucken, was ich da für Möglichkeiten habe, wenn ich eine bekommen sollte, wovon ich ausgehe, dass ich sie irgendwie anders eintauschen kann. Ah, da kommen viele Faktoren dazu. Das braucht viel Zeit. Da muss ich eigentlich deine Familie aufgeben. Sozusagen. Und man sieht es jetzt bei Simon Whitlock oder vielen anderen, es passt nicht unter einen Hut. Eigentlich will ich ein guter Familienvater sein. Challenge Nummer 1, wir tauschen die Darts. Jeder hat 3 Pfeile, die höhere Punktzahl gewinnt. Gerne. Market Pressure. Market Pressure. So, nach der ersten Challenge steht es 100 zu 41. Mal schauen, ob ich Jochen noch aufholen kann. So, jetzt geht es zur Challenge Nummer 2. Jochen, hier steht ein Stapler. Du wirst gleich mit dem Stapler zum Oki fahren und dann die 3 Pfeile werfen. Okay. Punkte für Jochen sind 135 nach 2 Challenges für Jochen. Achtundachtzig für mich nach 2 Challenges, somit 135 zu 88. So, jetzt noch eine Challenge. Jochen, deine letzte Challenge, du wirfst auf den Knien. Das ist wahrscheinlich meine Chance. 3x3, 9 Punkte für Jochen, somit sein Gesamtscore 144. Jetzt ist Druck, Pressure is on. 26 geworfen, 31 Rest. Ja, das war leider nichts, nur 26 geworfen. Jochen somit 31 Punkte besser als ich. Gratuliere. Danke. Einmal mehr. 2 Wochen her. Gibt's nicht. Oh, das kann ich nicht sagen. Da müsste ich lügen. Und lügen tue ich nicht. Also für mich war der größte Erfolg der Gewinn der Swiss Open im Doppel. Aber ich bin auch schon deutscher Jugendmeister geworden. Also das ist, jeder sieht es ja anders als Erfolg. Die Schweizer sind für mich sehr korrekte, zurückhaltende Menschen. Gibt's nichts. Hallo Jungs und Mädels, der Countdown läuft. Am 27. und 28. beginnt die Serie. Ich bin schon ganz heiß drauf und ihr könnt gespannt sein. Ihr werdet ein tolles Dart sehen dort. Alles klar, bis dahin, ciao.